Einen wunderschönen guten Abend bei Daka Daka TV und wir spielen heute mal wieder 2000 Punkte. Noch ein letztes Mal meine White Scars Liste vom Turnier in Gelsenkirchen. Das wird auch ungefähr das Ende sein. Das ist sowas, das werde ich wahrscheinlich spielen, weil ich einfach aus auch zeitlichen Gründen nicht mehr genug bemalt bekomme. Gehen wir mal durch. Ich habe ein Battalion dabei, White Scars pur. Ich habe ein bisschen angepasst zum letzten Mal. Das werde ich gleich dazu kommen. Der Chapter Master auf Bike. Der hat sich schon ein bisschen verändert, weil er hat jetzt den wichtigen Roller Trade bekommen, dass sich der Gegner nur auf einer 4 oder höher zurückziehen darf. Das ist doch gut, ne? Mega gut. Das er hat trotzdem den zweiten CP, für den zweiten CP auch den Roller Trade behalten. Hier diesen Hunters Instinct, dass er plus 1 gegen Fahrzeuge zum Verwunden bekommt. Fand ich immer noch ganz geil. Immerhin 4 CP kostet der Junge, ne? Ja, ein Schnapper. Ne, 3. 3, genau. Dann machst du auch nochmal 2. Genau, deswegen 3 und zusätzlichen Roller Trade. Achso, ja. Dann habe ich den Indomitus Lieutenant dabei, so wie er ist. Dann der Primaris Librarian, der hat einen kleinen Spruchwechsel bekommen. Er behält den Spruch, dass er das auf eine Einheit von mir zaubern kann und die dann kein Abwehrfeuer fressen kann. Finde ich immer noch sehr wichtig, wenn man wirklich gegen Tau spielt, könnte das wirklich ein Schlüssel sein, den durchzubekommen. Und als nächsten Spruch hat er die Geister von Kogoris. Den will ich mal ausprobieren. Ich habe mir die Liste nämlich jetzt auch nochmal im Detail angeguckt. Fand ich cool den Spruch. Man kann einfach auf eine Einheit zaubern und sagen, du hast minus 1 am Trefferwurf. Ist auch immer nützlich. Ist immer gut. Ne? Genau. Dann habe ich 2x5 Infiltrators. Einfach nackig. 2x5 Intercessors, jeweils mit Energiehammer. Eine Blade Guard. 2 Invictor Warsuits mit Iron Hail Autocannon. Diesmal ohne Flammenwerfer, jetzt die Autocannons, fand ich sowieso ein bisschen besser. Wir haben es letzte Mal, kamen sie gar nicht dazu, den Flammenwerfer einzusetzen, aber heute werden sie auf jeden Fall mit Autocannon getestet. Dann habe ich den 8er Bike Squad Champion mit E-Faust und 2x Melter in dem Trupp. Dann habe ich ein Outrider Squad, ein Eradicator Squad, eine Thunderfire Cannon, und ein Impulsor mit Schildkuppel. 1996 Punkte, ein Battalion White Scars. Ich habe 3 CP vor dem Spiel ausgegeben. Werde noch eine Einheit, und zwar die Eradicators, in die Einkreisung schicken. Und starte dann mit 8 CP. Mhm. Mhm. Na? Ja. Und wer jetzt mal... Achso, übrigens, Markus, habe ich dir schon Hallo gesagt? Nee. Hallo Markus! Hallo! Hallo! Ja, aber dafür gucken wir uns jetzt mal deine Armee an. Yes! Na, bis gleich. Ja, Markus, das sind deine Knights. Ja, genau. Gegen die habe ich noch nie gespielt. Das ist quasi meine 8. Editionsarmee. Jetzt brauche ich ja die 32 treuen Soldaten nicht mehr. Deswegen jetzt Hellmarines dabei und ein Armiger. Das ist Haus Krast. Eine Knight-Lanze mit, wie schon gesagt, 2 Heroines in einem Trupp. Mit Stubber, dann ein Warglaive, auch mit Stubber. Jo. Dann haben wir einen guten alten Kastellan. Da ist er. Leider mit 4 Schildbrecher-Raketen. Ich hätte lieber 2 Belagerungsbrecher-Kanonen, aber so habe ich genau 2000 Punkte, weil die so ein bisschen billiger sind. Nicht optimal, aber ist leider so. Der hat natürlich ein Warlord Trade, und zwar ist das Iron Bulwark mit den 4 Retter. Braucht man, ne? Muss der haben, der Große. Der Große braucht den. Dazu hat er noch Karls Zorn, die besondere Plasmakanone. Dann habe ich einen Night Crusader, Thermalkanone und Gatling, der hat auch einen Warlord Trade und ein Relikt, der ist nämlich der First Knight, da also Trefferhöhe von 1 wiederholen und hat die Endless Fury. Und, und als drittes habe ich noch einen Gallant, der hat den
den Warlord Trade Knight Seneschall für eine Attacke mehr. Und hat der 6, ne? Ja. Oh. Und der hat die, das Relikt mit der Rüstung, der hat einen 2er Rüstungsruf. Boah. Also ich habe 6 CP vorher ausgegeben, habe ich noch 6. Nicht schlecht. Yes. Ja, das ist nämlich nochmal ein Test für die White Scars, ne, die ja nicht so für meine, für die Panzerabwehr berühmt sind, ne, wie wir gemerkt hatten. Und ich glaube, das ist der ultimative Test. Ne? Ja. Ja, wir haben uns Sekundärmissionen ausgesucht. Der Markus möchte Vernichter-S machen. Ne? Ich habe ja auch Warsuits und die Thunderfire-Can und den Impulsor. Lohnt sich. Er möchte an allen Fronten sein und mich zermürben. Ja. Also ich habe festgestellt, gerade mit Knights ist jetzt die Auswahl nicht so berauschend an Secondaries. Ja, aber zermürben sollte er schaffen, ja, weil ich ja höchstwahrscheinlich nicht mehr als eine Einheit töte pro Runde. Wahrscheinlich, ja. Ja, und das sollte diesmal drin sein. Ja. Ich habe Titanenschlechter. Überraschung. Wer hätte das gedacht? Ich möchte an allen Fronten sein. Wer hätte das gedacht? Weil ich natürlich auch schnell bin wie Schwitzkatze. Und ich habe das als drittes, das missionsspezifische Missionsziel genommen, und zwar überrennen. Ja, und wir spielen die Mission überrennen und die gucken wir uns jetzt an. So, das ist die Mission für heute. Ganz normaler Aufmarsch als Ausstellungszone. Wir haben 6 Marker. 6 Marker ist sehr heftig. Deswegen muss man als Primärmissionsziel, um 5 Punkte zu kriegen, 2 Marker halten. Nicht nur einen. Schon nicht so leicht mit 6 Modellen. Auf jeden Fall sehr knifflig. Und wenn man jeweils die Marker in der gegnerischen Zone hält, die ja hier so markiert ist, das steht hier, ne, bekommt man durch dieses Missionsziel, oder bekomme ich jeweils Punkte. Also wenn ich einen halte, bekomme ich 2 Punkte. Wenn ich 2 halte, bekomme ich 3. Fand ich jetzt nicht schlecht im Gegensatz zu den anderen möglichen Missionen, die man sonst noch nehmen kann. Das Schlachtfeld für heute, ich zoome mal raus, ist das hier. Wir haben einen großen Sichtblocker in der Mitte. Jeweils hier noch eine verdeckende Ruine. Und dort, man jeweils auch mit einem Marker drin, sodass man sich tatsächlich auch wirklich komplett rumbewegen muss, um Einheiten davon wegzuschießen oder den selber zu holen. Dann haben wir hier ein Missionsziel und hier bei der Landungsplattform und jeweils noch in der Mitte der Ausstellungszone. Ja, wir machen jetzt einen Roll-Off, stellen alternierend auf und dann sehen wir uns zum Roll-Off, zum ersten Spielzug wieder. Bis gleich! Jetzt! Yes. Wir haben aufgebaut. Der Markus hat sich diese Seite, die rechte Seite ausgesucht. Ganz auf der Seite hier sein Knight Gallant, der Crusader in der Mitte, die Chickenbeinchen in der Mitte. Yes. Und ganz hinten schön sein Kastellan, damit ich auch ganz auf die Flanke muss, um den wegzumachen, der nervige Sauhund. Der Impulsor steht hier oben. Da sitzen die Blade Guards, der Lieutenant und der Librarian drin. Die Outrider haben sich da unten gemütlich gemacht. Regnet vielleicht gerade, haben sich nochmal untergestellt. Wir zählen übrigens, wenn man durch dieses Gelände unten durchschießt, das als dichte Deckung. Da stehen noch Intercessors, die Bikes mit dem Chapter Master. Hier stehen Intercessors. Dort drin 2x5 Infiltrators, die Thunder Falcon auf dieser Flanke hier. Ja, und die sind mal wieder gaga. Todesmutig. Leute, das ist schwierig. Ich habe hier mal wieder so einen Spieltisch gebaut, wo ich nicht genau weiß, ja, ich kann die im mittleren Board nicht verstecken. Ja. Ne? Ich kann die nicht in der Ruine stellen, weil die nicht durch die Wände gehen können. Ich kann hinten aufstellen, bringt nichts. Da kann ich vielleicht einen verstecken. Der macht dann aber auch nichts in dem Spiel. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn ich diesmal anfangen sollte, wenn ich jetzt, habe ich schon wieder gesagt, wahrscheinlich werde ich nicht anfangen.
weil ich es mir gerade so, so innerlich wünsche. Aber wenn ich anfange, dann gehe ich dem Markus natürlich oder seinem Kastellan natürlich tierisch auf den Sack hier. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen die Denkweise. Ich habe in der Einkreisung, wie gesagt, meine Eradicators und die kommen dann frühestens ab der Runde 2. Markus, ich glaube, das ist soweit. Ist es soweit? Ich fürchte mich ja schon ein bisschen. Ja, okay. Ich nehme mal hier einen Würfel. Nee, komm, ich nehme eine 1. Komm, ich lege auch für dich vor. Pass auf. 5. Alten Sausack. Komm hier, für den Imperator! Ha! Du darfst dir aussuchen, ob du den ersten Turn hast. Ja, also. Okay. Fang an. Knights, Zug 1, bis gleich. Yes! Der Markus ist durch mit Bewegen, mit 6 Modellen geht er doch relativ schnell. Ja. Ne? Und der ist vorgerückt, der Gallant. Und genau. Ich würde sagen, die Schussphase machen wir, weil das geht ja relativ zügig. Genau. So, und zwar fange ich an mit dem Halloween. Ich habe ein schönes neues Stratagem. Wenn ich auf eine Einheit schieße mit mehr als 6 Modellen, machen meine Kanonen automatisch 6 Schuss anstatt 2W3. Mhm. Und deswegen schießt der Kollege komplett in die Bike. Ich habe auch schon, gerade schon gesagt, wäre mir egal, wenn ich in der vorigen Phase hätte advancen können. Dann hätte ich nämlich 4er Retter gehabt oder auch minus 1 am Trefferwurf. Aber ich darf ja nie anfangen. Ne? Ja, wäre ja Quatsch. Ich darf ja nie anfangen, ist Quatsch. Du willst ja einen richtigen Test. Genau. Hardcore hier. So, 12 Schuss. 12 Schuss auf die Bike. Oh, schon sehr kacke. Kannst du weiter würfeln, oder? Ja. So, 4x minus 1. 4x4 plus. Oh, 4 Tote. Ja, das fängt schon gut an, Leute. Das fängt schon gut an. Der Stubber hinterher. Ich muss gleich einen Melter zurückstellen. Eine Runde. Oh, mein Limit. Ja, vorbei. Juhu. Jo, wo geht es weiter? Jo. Der ist vorgerückt. Genau, der will nicht. Der Crusader darf. Ja, wir schießen erstmal den Warglaive, Stuber und Thermalspeer in Lieder. Jawohl. Erstmal den Stuber. Jo. Alles. Nischt. W3 Thermalspeer. Und daneben einmal minus 4. Minus 4 habe ich noch einen 6er. Ja, der kommt jetzt. Ja. Deiner Tuff. Ein Infiltrator ist hin. So. Zack. Dann schießt erstmal der Kastellan. Der da hinten. Genau, der da hinten. So, ich hab so lange nicht mehr geschmiert. Sollen wir da hingehen? Wir gehen da hin. Können wir machen. Plasmakanone, eine Seite Melter, eine Rakete in den. Vulkanlanze, blaues Brechergeschütz und ein Seitemelter in den anderen. Ja, toll. Ja. Kann ich auch nichts gegen machen. Fangen wir an mit der Vulkanlanze. 2 Schuss. Sehr schön. Ich glaube, da gönne ich mir direkt ein CP. 4 Schuss. 100% mehr. 4 Treffer. 3? Ne, 2. Ja, geht durch, ne? Ja, ich darf nur gegen die Titanische wiederholen, sind genau. Sind jetzt 9D3 Schaden. Jo. Ah, ist vielleicht. Geh da hoch. Juhu! Macht mir 6 Schaden bei dir. Assi. Und erstmal bei mir. Mhm. Warum würfel ich nicht zuerst für dich? Pass auf, das wird jetzt eine 1. Ja. Nee. 6. Das war der hier, ne? Ja. Weil der. Genau. So. Dann Karls Zorn. Natürlich überladen. Markus, ich hab. Achso, ja, okay. Man muss doch vorher sagen, ne? Weil ich habe jetzt nur noch 8 Lebenspunkte. Das macht jetzt relativ wenig Sinn. Ja, aber du hättest überladen. Ja, ne? Ja, genau. Voller Schuss. Das Spiel wird so schnell gehen, als Generalproben vollkommen unbrauchbar. Guck mal, snacke ich mir eine tödliche. Ja, ist schon 7 Wunden. Ja, easy. Vielleicht schon, sind das schon mehr Wunden, als ich dir im ganzen Spiel mache. Kann sein, sind aber auch nur 9 Treffer, ne? Mein Gott, oh. Ist der tot? Ja. Geht er hoch? Ne, darf. Wenn ich es wiederholen dürfte, ich würde es tun. Ja, 6 Arbeit schon mehr.
So, wo geht's weiter? Der Avenger schießt auf die Intercessors. Hier rüber. Alles drauf, 4W3 Schuss. Sind 6. Auf die 3. Einmal minus 1. Minus 1 plus 1. Reload. Natürlich! Natürlich! Und der Stubber killt noch einen. Eine Rüstung. Eine Rüstung. Ich hab was bestanden. Cool. Dann haben wir noch den Kollegen. Crusader. Ich bin missen, aber ja, kommt alles easy dran. Alles in den Impulsor? Ne, Thermalkanone Impulsor. Endless Fury in die Bikes. Also Thermalkanone in den Impulsor, Endless Fury in die Bikes. Und der Stubber auch in die Bikes. Gut. Fangen wir damit an. Stubber. Stub, stub, stub. Nix. Dann die Endless Fury in die Bikes. 14 oder so, ne? 14, genau. 2 mehr. 6 machen zusätzliche. Einen darf ich wiederholen, weil ich der First Knight bin. Für mich bist du der letzte Ritter. 2 hat 6 dabei. Auf die 9. Oh, kann man nicht meckern. 5, 10 mal minus 2 für die Bikes. Das ist jetzt auch ein bisschen doof, ne? Ach, da hätte sich da ein Schwänz Jugend gelohnt. Boah. Weiß jetzt gar nicht. Ja, sind die tot, ne? Ja. Gut. Auch mit Reroll sind die Bikes leider Geschichte. Und damit hat Markus auch schon 3 Punkte für Zermürben gemacht. Ja, ich glaube, ich töte ein bisschen zu viel diese Runde, aber. Egal. Thermalkanone auf den Impulsor. Ein Schuss. Ein Treffer. Eine Runde. Rettungswurf. Nicht bestanden. Ich gönne mir mal ein CP von meinen harten 8. Ja. Das mache ich jetzt einfach mal, weil ich. Warum nicht? Warum? Komm. Ja, safe. Gut. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, mache ich keine Moral, weil du hast die Bikes getötet. Ich charge den. Gut, wir haben doch eine Nahkampfphase. Der Gallant greift den Chaptermaster an. Kommt nicht ran. Gib mir mal CP, was nur zu wiederholen. Jo, reicht. Jo, reicht auch. 3 CP eingesetzt und zack ist der Gallant drin. Und der Warglaive charge die Incursors im Haus. Genau. Mit ein nicht zu verpatzender Charge. Ja. Ich nehme mal den Heap. Der Warglaive auf die Infiltrators. Genau, zum Glück hauskrast. Das sind alle Treffer. Ja, alle Treffer im Nahkampf. Charge, ja. Gecharged werde oder eine rote Terminierer. Auf die 2. 2 mal minus 3. Ich nehme mal meine Würfe. 6er? Jo, einer. Einer dood. Ich werde ihn gleich entfernen. Mach mal deinen Gallant. Genau. Fünferteil im Profil. Sehneschall auf den Chaptermaster. Darf alles wiederholen. Trifft nur 5. Auf die 2. Jo, 5 mal retten, sonst dood. Ich habe 3er Retter. Ja. Wie viel Schaden machst du? 6. Das ist jetzt doof, das heißt, ich muss jeden einzelnen schaffen. Ja. Ne, selbst mit Reroll tot. Gut. Ja, dann hat Markus 4 Zermürbenpunkte gemacht. Das werde ich nicht aufholen können, diese Runde. Das heißt, oder ich müsste dich in einer Runde tabeln. Ja. Du bist in allen Fronten. Ja, in 3. In 3 Fronten, da kriegst du 2 Punkte für. Und du kriegst schon 2 Punkte für, 6 Punkte für Vernichte es. Das, und dann gucke ich mal, ob ich überhaupt noch was machen kann. Ja. So, meine zweite Runde, meine erste Runde. Ja, Markus, nachdem ich Chapter Master, 8 Bikes, 2 Warsuits verloren habe, muss man sich schon mal ein bisschen überlegen, was man macht, ne? Was man überhaupt noch machen kann. Die
Die sind vorgerückt, die Outrider. Die halten tatsächlich den Marker dann. Ich versuche ihm jetzt wenigstens Primärpunkte zu nehmen. Also er darf jetzt nicht noch Primärpunkten. Ja. Das ist einfach total wichtig. Der Impulsor hat 2 CP ausgegeben, dass er sich doppelt bewegen darf. Ist auch damit darf dann einmal vorrücken davon, aber nur. Ist 33 Zoll weit geflogen und macht da hinten den Marker streitig. Die Infiltrators sind aus dem Nahkampf zurückgefallen. Die Infiltrators hier sind vorgerückt, damit ich auch in allen Fronten bin und ein bisschen, ja, ich muss jetzt Ziele bieten. Das ist irgendwie blöd. Vorher sind hier noch alle aus dem Impulse ausgestiegen. Die Blade Guard ist hier runter vorgerückt, der Lieutenant ist raus, die Intercessors sind hier vorgekommen, die haben ja einen E-Hammer zum Glück. Der Librarian ist hier oben. Macht das Sinn, dass der da keinen Sinn, dass der da oben stehen bleibt, ne? Nee, weil er dann angetarget wird. Dann kommt er da runter. Okay. So. Am liebsten würde ich mit dem zweiten E-Hammer da gerne helfen, aber ich muss wenigstens versuchen, 3 Ziele zu halten, damit ich 10 Punkte kriege nächste Runde. Ja. Und diese Flanke ist tatsächlich jetzt schon irgendwie ein bisschen verloren. Ja. Gut. Ich habe ein bisschen was zum Zaubern. Und zwar zaubere ich, dass der Markus minus 1 auf Trefferwurf bekommt. Das sind die Geister von Kogoris. Kommt. Mhm. Mit meinem Mantel des Sturmsehers passt das. Und ich mache noch einen Smite. Kommt. Mhm. Für 2. Haha. Nimm das. Oha. Nimm das. Oha. Sonst bin ich mit Zaubern fertig. Es ist auch eigentlich alles vorgerückt, bis auf die Jungs und die Thunderfire kennen. Die können schießen. Ja. Das können wir ja nochmal eben machen. Die Intercessors, die haben dann 8 Schuss. Auf den... Auf wen schießt du? Auf den Gallant hier. Ja. Ja, 3 Wunden. Ohne Minus. Jo. Nee, mit minus 1, weil ich halte Bolt Rifle ab. Okay, dann ja. Auf die 3, weil ich die bessere Rüstung habe. Safe. Die Thunderfire kennen, die ist sowieso in dem Spiel jetzt nicht so nützlich, aber auf dem Turnier nehme ich sie natürlich trotzdem mit. Pass auf, ich schieße jetzt einfach auf den... auf den Dicken da hinten, weil der ist angekratzt. Ja. Mache ich das einfach. Mit 4W3 Schuss. 3, 6, 8, 9 Schuss. 9 mal auf die 2. Einer nicht. 5. 1, 2, 3, 4 mal mit minus 2, Markus. Ja, der hat ja die einen Bulwark. Ja. 4 Würfel. Jo, kann er. Ja, du würfelst wie junger Gott und ich wie einen alten Opa. Gut. Wir machen jetzt hier gleich den Nahkampf, Off-Cam. Ich komme überall ran, das wird nicht das Problem sein. Und dann würfeln wir das aus. Bis gleich. So, wir haben die Nahkampfphase durchgekämpft hier. Es ist tatsächlich der Sergeant mit dem E-Hammer stehen geblieben hier. Der muss noch einen Moraletest machen, den er besteht. Ja. Ich habe dir wie viel Leben gemacht? 5, ne? 7 Leben, aber hattest du 2 vorher schon verloren durchs Mind, ne? Deswegen habe ich dir 5. Achso, genau, 5 in der Nahkampfphase. 5 in der Nahkampfphase. Es war wieder ein unglaublich zur Schaustellung von sehr guten Verwundungswürfen. Ich glaube, die Blade Guard hat eine 5 gewürfelt eine beim 5, Verwunden, ja. Ne? Ja, besonders gut, aber ich mache ein paar Punkte und zwar habe ich Krieg an allen Fronten für 3. Genau. Dann habe ich missionsspezifisch das Überrennen gemacht für 2 Ziele. Ne, ja. Für 1. Das ist umkämpft. Ja, das ist umkämpft, genau. Und das hast du, weil du hast mehr Modelle, also kriegst du 2 Punkte für meine Richtig. Zone. Und ich kriege jetzt am Anfang meiner zweiten Runde keinen Punkt, weil ich bräuchte 2 für 5 Punkte, habe aber nur einen Marker. Und jetzt muss ich versuchen, noch mit 4 Commander-Punkten irgendwie diese Runde zu überstehen, damit ich gleich ein bisschen was score. Gut. Knights, Zug 2. Zweite Runde Bewegungsphase der Knights. Der Markus ist hier zurückgefallen. Genau, der Gallant hat es zurückgezogen. Der Crusader ist vorgegangen hier.
Erst Vorgaben gleich gegebenenfalls noch zu chargen. Der Heavyrin hält dann gleich den Marker, der Heavyrin hält den Marker. Und der Kastellan ist auch ein Stück vorgegangen. Fangen wir auch direkt mit dem Kastellan an. Der schießt mit der. Schauen wir die Sichtlinie mal an. Mit der Vulkanlanze und eine Rakete auf den Impulsor. Mit der Belagungsbrechergeschütz auf die Infiltrators und Karl Zorn schießt auf die Outrider. Gut. Genau, fangen wir an mit der Vulkanlanze. Für 6 Schuss. Die Outriders, soll ich da. Da gebe ich mal Transiumen aus. Okay. Warum die nur auf die 3? Ja, das stimmt, das macht nicht viel Sinn, ne? Wird nicht viel Unterschied machen, denke ich mal. Und ich mache nur 3 Infiltrator. Ne, dann lasse ich das sein, hast du recht. Vulkanlanze. Hast du so viel Schuss gewürfelt? 6 Schuss nur? Hier schon? Auf was? Auf der, ja. An den Pulsar, der hat 7. Auf die 2 dann, ja. Ne? Dann dreimal retten. Dreimal retten, das schafft der. Ja, ich gebe einen. Nee, du kannst ihn nicht kaputt machen. Ja, die Rakete kommt noch. Dann gebe ich mal einen aus. Ja. Dann habe ich auf 3 runter. Ne, geht durch. Für 6. 6 Schaden hat er noch 5. Die Rakete trifft. Wundert nicht. CP? Kannst du. Ja, du kannst aber nur, wenn du 6 Schaden machst, den kaputt machen. Ja, ich. Nö. Nö, gut. Belagungsbrecherkanone, wie gesagt, auf die Infiltrators. 4 Schuss. Einmal minus 1. Da habe ich keine Deckung oder so, ne? Ne, einer. Tot. Für 3, genau. Hier, das waren die, ne? Genau. Dann ist der hier hinten weg. Und Karlsson natürlich überladen. Obwohl, überladen. Einmal hier so rüber. Überladen brauche ich gar nicht. Auf die Outrider. Weil du machst sowieso 2 Schaden, genau, ne? Ich mach 2 Schaden. Das ist ja dann perfekt. Das ist ja perfekt dann. Ja. 5 Schuss. 3 Treffer. Auf die 3. 3-mal. Minus 4. Ja, geht dann durch, ne? So ein Bike weg und einer hat noch 2 Lebenspunkte. Genau. Gut. Zack. Markieren wir das mal. Dann schießt der Heroin komplett auf die Intercessor am Marker. Die Geschütze für 3, 4, 7 Schuss. Top 7. Rundet aber nur 4. Ich nehme dir irgendwann mal die Würfel ab. Nein. 4-mal auf die 3. 2 Tote. Ja, ja. Und so zerbröselt der Keks. Starre auf die. Raus. Mal triffst du irgendwie, verwundest du auch mal nicht. Ich hatte da so wenig Schuss mit der. Ja, minus 1, dann nee, plus 1. Achso, okay, dann habe ich noch einen Lebenspunkt da. Gut. Dann schießt der Warglaive Stubber auf die und die. Die Thermallanze. Thermallanze, genau so heißt es. Auf den Panzer. Genau. Erstmal der Stubber. Einmal rüsten. Einmal für die Infiltrators. Standen. Mhm. Thermallanze, Speer. Schwer ist. 3 Schuss. 3 Treffer. 2 Wunden. 2-mal retten. Einer geht durch. 6 Für 6 ist er kaputt. Geht er hoch. Nö. Zum Glück. Ja, Leute. Joa. Alles auf die Clowns. Clowns, ich bitte dich. Die Clowns sind da. Glaube ich ja nicht. 4 3 für 5. Mhm. 2-mal minus 1. 2-mal für die Infiltrators. Einer tot. Einer hat nur ein Leben, ne? Ja. Von mir. Zack. Stummer. Einmal rüsten. Einmal für die Infiltrators. Bestanden. Oh. Die
Die unwichtigen Rest save ich immer. Dann muss ich tatsächlich mit der... Oh. Der Crusader ist dran. Genau, Endless Fury schießt auf die Infiltrator, die Temar-Kanone auf die Blade Guard und der Stubber versucht hier den Outrider. Voll. Obwohl, weiß ich, schieße mit dem Stubber auf den Interceptor-Schaden mit dem Hammer. Okay. Fury. Einser holen. Drei Sechsen. Besonders schön, wenn man bei dem eine 1 und eine 6 verwandelt. Ne? Ja. Die hatten Trans... Nee, der... Ja. Nee, ich hatte gar nicht angemacht, genau. Kannst du noch, wenn du möchtest. Nö. Achtmal für Infiltrator, minus 2. Das lohnt sich einfach auch nicht, ne? Ich glaube nicht, dass... Es ist achtmal auf die 5 sind auch die Infiltrators Geschichte. Ja. Dann der Stubber auf den Sarpent. Ach, ich darf einen wiederholen. Nix. Und auf die Blade Guard. Das ist jetzt die Thermalkanone. Ja. Natürlich 5, ist klar. Alle? Nee, der einer Figur. Nicht. 2. 4 mal retten. Gehen 2 durch. Der erste. Tot. Der zweite. Tot. Auch tot. Ja. Dann haben wir noch den Gallanten Stubber auf die Intercessors hinten am Marker. Schupp. 3 Treffer. Mal rüsten. Schade. Safe. Das war der Schuss. Können wir direkt chargen, wenn du möchtest? Ja, klar. Mach mal Angriffe. Crusader auf die Outrider. Für 4. Ja, das wird reichen. Das sind wahrscheinlich ziemlich genau 3 oder 4. Ja, sind fast genau 4. Hier die drei lustigen 2. Ich charge natürlich alle 3. Doppel 6. Schon der Marker dabei? Ja, mein Marker klebt, weil da irgendwie, es wird wahrscheinlich am Glanzlack liegen. Dann hast du mich wahrscheinlich in 2 Runden ausgelöscht. Das war, ich versuche hier noch einen Charge. Jo. Aber viele. Das sind nicht viele. 8. Reicht nicht. Muss auch rum, ne? Reicht nicht. Gut. Die Nahkampfphase machen wir off-cam und dann sehen wir uns gleich bei den Punkten wieder. Jo. Ja, der Markus hat hier alles getötet, weil er natürlich auch würfelt wie ein junger Gott. Quasi bin ich schon in seiner zweiten Runde getabled. Also jetzt fängt meine zweite Runde an. Ich habe noch 1 Kryptor, 2 Intercessors, 4 Infiltrators, die Thunderfire kennen und die 3 Eradicators, die jetzt kommen. Du hast ordentlich Punkte gemacht, ne? Ja, ich habe nochmal 3 Vernichtetes gemacht, bin an allen 4 Fronten und mache wahrscheinlich wieder ein Zermürben. Da habe ich jetzt auch 6 Punkte, habe noch keine Primären. Aber ich behaupte mal, vielleicht ab nächster Runde score ich 3x15. Ja, ich bringe jetzt nochmal einmal die Eradicators rein für Spaß da hinten. Versucht den Helverin zu erschießen, aber wir spielen das Spiel jetzt natürlich rum. Und ich kann schon mal sagen, Generalprobe misslungen. Ja. Nach meiner zweiten Runde, beziehungsweise nach anderthalb Runden von mir, haben wir dann jetzt auch mal aufgehört. Da trinken wir lieber noch ein Bier, Markus. Ne? Genau. Ja, es war ein Versuch. Wir haben jetzt gerade lange, lange gesprochen schon beim Bier. ich kann nicht gegen Knights passiv spielen, weil ich so auch... ja, ausgelöscht werde nach und nach und zu wenig Punkte score, aber ich kann auch nicht aktiv oder aggressiv gegen dich spielen, weil darauf warten die Knights und die treten mir einfach tot. Ja, genau. Ja, was ist die Lehre daraus? Ne? Wir haben jetzt nicht wirklich eine Antwort gefunden. Also meine Meinung ist, die Liste macht halt nichts gegen viele Fahrzeuge, macht die Liste wenig. Gegen Knights macht die Liste quasi gar nichts. Aber ich glaube kaum, dass auf dem Turnier aktuell einer Knight spielt, weil du halt mit dem Scoren so... Ja, wenn dann so ein Heini wie ich kommt hier mit so einer Liste, dann lohnt es sich schon wieder. Ja, dann lohnt es sich, aber ansonsten, ich muss meinen fetten Viecher auf dem Marker halten, obwohl ich ja eigentlich auch gerne mit denen chargen würde. Ja, aber man darf nicht vergessen, ne? Auch die Knights, die sind sehr schnell auf der anderen Spielfeldseite, dann scorst du vielleicht mal eine Runde im Marker nicht.
Aber du bist natürlich auch in zwei Runden drüben bei meinem Marker, ne? Wir möchten nochmal übrigens erwähnen, dass meine Eradicators da hinten in Helverin erschossen haben. Das ist das einzige Modell, was ich in diesem Spiel mit zwei Sechser Schadenswürfen übrigens erschossen habe. Trotz vierer Rettung. Trotz vierer Rettung, genau. Ja, ich habe ganz ehrlich, Generalproben sind ja immer dafür da, damit man dann total ins Gesicht bekommt sozusagen. Ich glaube, dass schon einige Matchups für mich fast unschaffbar sind. Aber auch hier, wenn ich angefangen hätte, hätte ich dem Knight wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. Und ich hätte ihn zumindest eine Runde hinten drin gehabt. Was mir schon viel bringt, muss man einfach so sagen. Und auch hier wieder drei Marker in einem Feld, in der einen Ausstellungszone. Bedeutet ja in dieser Mission, dass man 10 Punkte scored. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich hätte jetzt auch, wir haben gesprochen, passiv, also mit mehreren Einheiten an jeweils einem Marker mich hinstellen können. Aber in der Zeit mache ich halt keine Punkte, weil ich nicht gut schießen kann. Ja, haben wir durchgesprochen, wenn du hinten geblieben wärst, hätte ich meine Schießer hinten gelassen, hätte auch meine 10 Punkte gescored, weil du mir nicht Schreibs gemacht hättest. Mein Nahkämpfer und der Kastler laufen vor, bis er dich sieht und schießen dir dann jede Runde mal tot und dann irgendwann zweite Runde Charge stehen. Ja, also meine Armee ist gut, um Spielereien vom Gegner mitzumachen oder die zu unterdrücken sozusagen. Ich kann sehr gut, ich kann ja infiltrieren, ich kann das dem Gegner somit auch streitig machen, schon bei der Ausstellung. Ich kann Modelle oder Einheiten von den Flanken kommen lassen. Ich kann in der ersten Runde schon Angriffe ansagen, was ja schon echt mächtig ist. Gegen die Death Guards hat es ja fast geklappt. Ja. Da war jetzt so ein bisschen, das war so unglücklich, eigentlich hätte schon fast der Warlord-Trade ausgereicht, um da einfach, wenn ich nur einen Panzer mehr weggemacht hätte, dann hätte The Wild Beast Temple Fight nicht voll gescored, dann wäre es schon fast gut gewesen. Wäre es schon unentschieden gewesen, meine ich. Wäre es schon eigentlich ein Unentschieden gewesen. Deswegen, ich lasse mich da nicht so ganz von entmutigen. Aber ich weiß auch nicht, was ich unbedingt... Ich könnte die Bikes weglassen. 230 Punkte, aber was kriege ich für 230 Punkte an Antipanzerwaffen, die aber auch mal was aushalten? Ja. Ja gut, du könntest theoretisch zweimal drei Eradicators noch mitnehmen. Aber die sind dann auf jeden Fall auch in der ersten Runde nicht da. Ne? Ja, die kommen halt dann auch in der zweiten Runde, weil im besten auch geflankt. Hast du 9 Eradicators, schießt auf jeden Fall 1-2 Sachen tot. Ja, das ist halt diese Sache. Klar, da reden wir jetzt wieder wirklich über dieses Turnierlisten Powerspirale Hochgeschiebe. Ist natürlich richtig, Eradicators sind viel zu günstig für ihre Punkte. Für 120 Punkte, da kann man auch dreimal mitnehmen. Da müsste ich allerdings auch eine Thunderfire kennen weglassen, die in vielen Matchups einfach auch gut ist. Ja. Gerade dieses Bewegung halbieren ist oft sehr mächtig. Auf jeden Fall, das ist so eine Sache. Ich glaube, dass ich einfach nicht an Eradicators in dieser Liste als Antipanzerwaffen vorbeikomme. Ich muss eigentlich zwei von denen mitnehmen. Zwei Einheiten. Und ja, gut, meine Bikes hatten ja sogar zwei Melter, aber was nützt ihnen das, wenn die in der ersten Runde tot sind? Ne? Ja, schreibt doch, helft mir doch mal. Hilfe! Schreibt mal hier unten drunter, was ihr meint. Ich meine, das ist ja wirklich so eine Sache. Ist kein Geheimnis. Knights können wirklich sehr gut im Nahkampf kämpfen, gerade Hauskrast. Ich muss nach vorne kommen, das erwarten die Jungs ja. Ja. Aber ich mache hinten keine Punkte. Das ist irgendwie so der Kniff. Ja, ist schwierig. Wir haben ja gerade schon lange gesprochen, aber... Wird man, glaube ich, wird man so keine Antwort für finden irgendwie. Nee. Ne? Auch das, ja, mein Chapter Master ist in der ersten Runde gestorben. Ne? Durch einen 9 Zoll Charge, den du nochmal wiederholt hast. Ja. Passiert, ne? Aber da ist der somit der beste Typ oder die beste Einheit in meiner Armee, die überhaupt mal einen Knight angehen können. Ja. Aber theoretisch im Schnitt schlägt er dich jedes Mal.
Ich habe 6 Attacken auf die 2, treffe alle, verwunde auf die 2. Richtig. Auf die 3, nee, auf die 2. Sagen wir mal, ist eine 1 dabei, sind 5-mal retten und 5-mal retten ist auch eine 1 oder 2 dabei, der tot ist. Richtig. Ja, aber Poor Knights, ich meine, die können natürlich ordentlich zerstören, ne? Ja. Ja, die machen immer noch sehr solide weg. Ich meine, ich hab dann wirklich mit den paar Einheiten, die ich in der zweiten, in meiner ersten Runde auch überhaupt noch hatte, habe ich natürlich geschafft, dir auch eine Runde komplett primär zu verhageln. Ne? Das, genau. Selbst mit meiner kleinen Auswahl an Einheiten war selbst das noch möglich. Ne? Ja, und gerade das ist das große Manko an den Knights. Aber trotzdem, dann bin ich natürlich auch da gewesen und du konntest mich eigentlich relativ einfach auseinandernehmen. Ne? Ich meine, jetzt nach meiner... du hast mich in der dritten Runde quasi getabelt. Das ist ja echt schon heftig, ne? Ja. Nicht mal einen Knight getötet. Doch, einen kleinen Knight getötet. Ja. Der Ehrenkill. Aber guck mal hier. Schöner Sonntag, kurzer Spielbericht und der René wurde mal wieder voll an die Wand genagelt. Ne? Für euch. Ja, wunderbar. Da würde ich sagen, bis zum nächsten. Und jetzt, Markus, nächste Mal. Da denke ich mir mal was ganz Fieses für dich aus. Ist das so? Das ist so. Oha. Das ist so. Da kannst du mich jetzt hier für bare Münze kannst du mich da nehmen. Oha. Ne? So, bis zum nächsten Mal. Daka Daka TV. Ciao. Ciao.